Heyho Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Dragon Escape. Jo, es gibt mal endlich wieder was PvP-mäßiges. Oder, na gut, PvP ist es ja nicht gerade. Aber mal was anderes, abgesehen von Shine. Wir sind hier auf dem Mineplex-Server. Und spielen einfach mal ein, zwei Runden ein bisschen Dragon Escape. Genau, mir war gerade der Name nicht mehr. Ihr wisst, was ich meine. Der ist mir gerade eben nicht mehr eingefallen. Und, ganz kurz vorweg, und zwar muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt gerade den Start verpasst, habe ich jetzt auch endlich mal Twitter, und jo, der ist von mir aus vielleicht sogar hier eingeblendet, wenn ich das nicht vergesse, sonst ist er in der Beschreibung, wo ihr euch, wo ihr dann eben drauf klicken könnt und mir followen könnt. Das wird mir auf jeden Fall, das war knapp. Das würde mir auf jeden Fall sehr viel bedeuten. Das würde ich ziemlich, ziemlich cool finden. Da poste ich dann solche Sachen wie, ja, heute kommt überraschenderweise mal ein Video oder irgendwie sowas. Oder was weiß ich, irgendwelche coolen Sachen, vielleicht auch mal irgendwelche Ankündigungen. Irgendwas, was man dann zum Beispiel vorher weiß, was man dann auf YouTube erst später weiß. Sowas wird da drauf auf jeden Fall kommen. Jo, wenn ihr selbst Twitter habt und sowas eigentlich auch mögt, so Twitter-mäßig, könnt ihr mir ja da followen. Jetzt bin ich natürlich auch gleich schon gestorben. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und sind bis jetzt erst 12 Stück oder so. Obwohl 12 Stück ohne Ankündigung ist doch auch schon recht, recht gut. Auf jeden Fall habe ich schon übrigens ein bisschen länger. Also ich wollte euch da auch nicht so gleich auf einen leeren Twitter-Account darauf schicken, sondern könnt ihr euch schon auch so ein bisschen was drauf lesen. Habe ich jetzt, glaube ich, 2 Wochen oder so. Naja, ich bin übrigens immer noch ein bisschen erkältet. Ich glaube, das sollte man eigentlich hören. Ich hoffe, mir geht es auf jeden Fall schon wieder viel besser. Also Halsweh sind auch fast nicht mehr da. Und, kommen bald auch wieder richtig schön Shine-Videos und so. Nur vorher war das echt teilweise echt heftig, so mit krank sein und so weiter, war das teilweise echt ein bisschen hart aufzunehmen, und das ging einfach nicht, weil ich einfach nur komplett im Bett lag. Aber jetzt sind wir ja hier erstmal in der Runde Dragon Escape und können jetzt auch erst richtig durchstarten, eben weil noch dummes Vorgelaber. Und ich darf natürlich nicht vergessen, hier das Warp-Paket mir zu nehmen. So. Und, oh, meine Nase, ne? Also Leute, ich höre mich vielleicht wirklich ein bisschen merkwürdig an. Meine Nase ist gerade wieder so dicht. Ich würde am liebsten, würde ich jetzt einfach nur, was weiß ich, keine Ahnung, was ich jetzt einfach machen würde. Einfach eine freie Nase haben, sagen wir es so. Und nicht wieder so komplett mit verstopfter Nase reden. Macht aber nichts. Ich hoffe, es macht euch auch nichts, weil, ist jetzt eben so, und dann passt das schon. Dann sind wir jetzt hier auf der guten Map, wo ich auch hoffentlich mal gewinnen kann. Und auch hoffentlich mal das schaffen kann. Meine Nase, ne, die wird immer dichter hier. Das ist schon echt ein ziemlich... ich sehe nichts. Ist schon ziemlich heftig so. Dann laufen wir jetzt einfach hier mal vor diesem schönen Labber-Typen da hinterher. Oh, verdammt. Das passiert hier bei mir jedes Mal. Und das ist meistens nicht nur einmal so. Jo, da war es auch schon ein zweites Mal. Und jetzt wahrscheinlich noch ein drittes Mal, oder? Jo, auch noch ein drittes Mal. Leute, das läuft bei mir. Läuft sehr gut! Alter. Wollt ihr mich jetzt gerade hier verarschen? Letzter Versuch. Okay, zack, bam. Oh Mann, oh Mann. Das war wirklich hier ein bisschen Fail. Aber zum Glück habe ich ja durch das Hero bzw. Ultra Kit, kriegt man ja schon beim Ultra Ding. Braucht man ja nicht nur Hero, braucht man ja nicht erst Hero für. Kriegt man ja diese schöne Enderperle, womit ich mich dann nach vorne teleportieren kann. Leute, und ich befürchte mal, das wird hier wieder nichts. Nur weil ich diesen doofen Sprung am Anfang die ganze Zeit nicht geschafft habe. Das ist echt, ich finde, das ist wirklich der schwerste Sprung. Das ist wirklich der allerschwerste Sprung vom kompletten Mineplex-Zeug-Ding hier. Und, ich habe ja nur 2 von diesen Leap-Dingern hier. Deshalb, ich muss mir die echt immer aufsparen. Ich nehme den einfach einmal immer hier und einmal am Schluss. Weil, der Sprung am Schluss, der ist eigentlich auch immer ziemlich, ziemlich schwer. Und, überhole ich diesen Typen. Oh, wenn die mit ihren Capes, ne? Wenn diese Capes mir einfach nur im Gesicht flattern, das ist echt störend, wisst ihr? Und, wisst ihr, es ist ja auch nicht schön, wenn du so ein... Sag mal, also ich bin heute echt nicht so gerade der Beste. So. Aber immerhin sieht's... Oh,
Oh nee, doch nicht. Meine Sehkraft hat mich schon wieder verlassen hier. Das ist ja mal wieder typisch. So, und übrigens, nein, ich bin leider nicht Erster. Und der Typ wird jetzt wahrscheinlich gewinnen. Außer ich überhole ihn natürlich noch. Bam, bam. Oder ich rush hier vor. Dödüm. Nein. Ja, er hat es nicht geschafft, Leute. Yo, sehr cool. Ach nee, doch, hat es geschafft, oder wie? Was? Wieso? Hä? Wie kann das denn sein? Wieso ist der vor mir? Wie? Hä? Hä? Wie? Ich hätte Erster werden sollen. Ich hab's geschafft und... mal sehen. Ich bin echt dritter Platz. Dann sind die wahrscheinlich noch so weit vor... Oh, nö. Das ist echt mies. Das zählt nicht. Das zählt einfach nicht. Nö. Oh, Mann. Was war das denn für ein Fail? Na gut, dann kommt jetzt wieder die richtig schöne, doofe Map. Hier diese schöne, Hell-Map. Hell, das habe ich gerade schon Englisch ausgesprochen. Und ja. Oh, mein Hals, Leute. Also, das geht, das glaubt ihr echt nicht. Also, Mann. Auf jeden Fall, ich bin jetzt gespannt, ob wir jetzt vielleicht in dieser Runde mal ein bisschen mehr reisen können. Gut, wir haben jetzt zwar zusammen den Parcours geschafft, aber wir sind trotzdem nicht Erster geworden. Das ist doch eigentlich finde ich das echt ein bisschen fies, weil, ich sag mal so, die ganzen anderen Leute da, die da wirklich gefailt sind und diesen schweren letzten Sprung nicht geschafft haben, sind trotzdem vor mir und das gefällt mir einfach nicht. Ach, guck mal, haben wir da drüben einen Hacker oder wie? Das sah mir echt wie ein Hacker aus da. Okay, und jetzt muss ich aber den Sprung hier schaffen. Oder auch nicht. Oh Mann, was war das denn schon wieder für ein Fail? Das war ja schon wieder das Gleiche. So, jetzt zack und... Leute. So. Sehr schön, den Sprung haben wir geschafft. Sind jetzt auch noch nicht mehr so... Wow! Wow, wow! Wow, wow, wow! Nein! Leute, heute ist echt nicht so mein Tag in Dragon Escape. Und ich bin gleich tot von Lava her. So, bam. Gut, dann haben wir das geschafft. Die Lava haben wir Lava haben wir geschafft. Aber ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht komplett meine ganzen Leben verliere. Wow! Da hat echt das schon einer geschafft. Ist ja mal heftig. Heftig. Dieser Pluto-Typ, war der nicht vorhin eigentlich auch schon so gut? Der war vorhin auch schon gut, glaube ich. Ja, da war er auch schon irgendwie auf Platz. Na, weiß ich jetzt nicht mehr. Da war der auf jeden Fall auch schon ziemlich gut. Yo. Das ist natürlich nervig. Okay, komm, da sind jetzt keine Leute mehr drin. Ist vielleicht ganz gut, dann sind wir nicht wieder mit diesem doofen Pluto-Typen. So, gehen wir einfach hier rein. Zack, bam. Ne, ich wollte gerade sagen, nicht schon wieder mit diesem Pluto-Typen. Und schnell noch das Warp-Paket. Weil das habe ich ganz, ganz oft, dass ich einfach hier reinjoin, das sofort losgeht und ich dann nicht mehr schaffe, mein Kit auszuwählen. Und dann als Jumper starte. Und wo ich das gar nicht muss. Okay, jetzt sind wir auf einer besseren Seite. Weil wenn ich da starte, da habe ich so das Gefühl, ist der Sprung über die Hecke ein bisschen doofer. Und hier ist es machbar, glaube ich. Ja, guck mal, Leute. Das nenne ich doch mal einen guten Start. Ich bin trotzdem nicht Erster. Das ist etwas doof. Ja, und jetzt sind wir hier wieder. Leute. Das habt ihr jetzt noch nicht gesehen. Sag mal, das gibt's nicht. Spring! Oh, nein! Oh, wie ich das geschafft habe, Leute. Wie ich das einfach nur geschafft habe. Bin ich der Pro? Bin ich der Pro, jo? Ein bisschen, wie ich diesen hammerleichten Sprung einfach geschafft habe. Ho, ho. Ho, ho, ho. Einfach heftig, Leute. Einfach heftig. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich wirklich den Sprung wirklich geschafft habe, Leute. Weil, ich sag mal so, das musst du erstmal schaffen. Das ist nicht so, dass du sagst, ja, komm, das mache ich jeden Tag so. Nee. So. Da habe ich übrigens hier die schöne Abkürzung genommen. Ist eine ziemlich gute Abkürzung, wie ich finde. Weil dann muss man nicht durch die ganze doofe Pyramide. Nein, da hat meine Maus gehakt. Nein, alles schön auf die Maus schieben. Nein, meine ich nicht. Verdammt. Boah, fast schon wieder. Mann, meine Maus und das Mauspad, ne? Das sind auch so zwei. Okay, ich labe auch schon wieder die dümmste Scheiße mir hier zusammen. Macht aber nichts, denn ich will jetzt einfach endlich mal Erster werden hier. Gut, ich bin Zweiter. Dieser Unstoppable, der ist wirklich... unanhaltbar oder wie man das nennt. Verdammt! Wenn der jetzt wirklich noch das vor mir schafft, ne, Leute, dann weine ich. Sage ich euch, dann weine ich. Und das meine ich hundertprozentig ernst. Das sage ich ganz schön oft, aber das meine ich wirklich hundertprozentig ernst. Jetzt hoch, hoch, hoch.
Wo ist der Typ da? Okay, der ist nicht so weit vor mir. Dann werde ich ihn bei den weißen Dingern, werde ich ihn einholen. Hier, oder auch nicht. Oder auch doch. So, bam, bam. Und jetzt bitte nicht selbst runterfallen, weil das wäre ziemlich... Das wäre wirklich ziemlich doof. Bam, haben wir es geschafft, Leute. Und jetzt sind wir wirklich Erster. Wir haben es geschafft und wir sind Erster. Das ist wirklich der Hammer, Leute. ich kann es, glaube ich, selbst noch gar nicht glauben, dass wir Erster geworden sind und dadurch auch wirklich Erster geworden sind. Denn überlegt mal, wie wir jetzt eigentlich erfahren haben, ihr seid nicht automatisch Erster, nur weil ihr Erster seid, ne? Also, das wird jetzt durch meine schöne Stimme auch noch hier betont. Aber merkt euch das, es ist wirklich, Weisheit Nummer 1. Oh, wow. Oh, was ist denn das jetzt? Das war ja mal ein Fail. Bin ich dann doch ins laufende Spiel reingejoint. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Jetzt sind wir wieder mit diesem Pluto-Typen. Oh. Na Leute, das wird ja wieder ein Spiel. Okay, das ist jetzt das Abschlussspiel. Ich denke wirklich mal, das wird wirklich ziemlich heftig. Weil mit dem Pluto-Typen, da habe ich echt... von dem Typen habe ich so... Ja, Leute, ich erlaube auch hier wieder. Von dem habe ich echt Respekt. Der ist nämlich ziemlich gut. ziemlich gut ist der. Ich hoffe mal, wie lange? Oh, 24 Sekunden, Leute. Die müssen wir jetzt irgendwie unterbrücken, ja. Die müssen wir überbrücken. Und ich rede so viel. Warte, wo ist der Wasserfall? Hier. Ich springe jetzt einfach schnell in den Wasserfall. Das ist nämlich eine ziemlich... Und was geht mit meiner Familie ab, ne? Also Leute, ich weiß nicht, kennt ihr das auch so, dass manchmal wirklich... Nicht gerade in der Aufnahme so unbedingt, aber immer wenn ihr zum Beispiel mal Ruhe braucht oder wenn ihr einfach mal denkt, so, jetzt mal Ruhe oder so, dass eure Familie denkt, es ist Party oder so, wirklich, den denkt, Mann, also auf jeden Fall, das ist gerade so, ich weiß nicht genau, was da unten abgeht, aber irgendwas ist da gerade los, was mich gerade stört. auf jeden Fall soll euch das auf jeden Fall nicht stören, darum rede ich jetzt einfach mal den ganzen Kram da drüber, sodass man das nicht hört und laufen, okay, ist ein Ice Cake. Oh, Pluto ist tot, oder? Pluto ist tot. Pluto? Pluto ist tot. Woo! Pluto! Oh, verdammt. verdammt. Das habe ich echt... Okay, nochmal wieder gefailt, Leute. Oh, Mann. Ich sehe nichts! Verdammt! So. Ach, verdammt. Ich glaube, sonst setze ich gleich hier die Enderperle ein, wenn das gleich endlich mal einer schafft darüber. Obwohl, vielleicht bin ich... Nein! So eine Scheiße! Verdammt! Okay, bam. Nein! Was? Was war denn das? Was war das denn? Das war ja mal mega Fail. Oh Mann, Leute. Oh Mann. Hey, ich hätte doch zu dem Typen geportet werden müssen. Aha. Leute, das ist ja wirklich auch wie gut wir hier heute sind. Wirklich. Mann. Na gut, immerhin zweimal den Parcours geschafft. Und einmal gewonnen. Eigentlich ist es ja eigentlich immer andersrum. Also, dass man eher gewinnt, weil man als letztes überlebt hat, so wie der, weil ich denke nicht, dass er das noch schafft. Und erster wird und nicht, man öfter den Parcours schafft, aber trotzdem, nein, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann würd mich sehr über eine positive Wertung befreuen. Ja, komplett alle Wörter im Mund zusammengedreht, weggedreht. Auf jeden Fall, Leute, Twitter und so weiter ist in der Beschreibung. Facebook habe ich übrigens nicht, weil ich Facebook nicht so toll finde. Ich finde einfach Twitter ein bisschen besser. Zum Abschluss werde ich hier nochmal schön auf den Drachen raufgehen. Was ich persönlich auch ziemlich cool finde. Juhu! Und dann guckt auf jeden Fall bei Twitter vorbei. Werden auf jeden Fall schöne Sachen und so weiter gepostet. Und dann verabschiede ich mich für diese Runde. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde, wenn wir wieder Schein spielen. Oder in einer PvP-Runde, was unbedingt wieder öfter kommen muss, weil in letzter Zeit habe ich total PvP vernachlässigt. Und darum würde ich sagen, ich putze mir jetzt gleich erstmal die Nase und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Und tschüss! Ja. We'll be right back.
geraubt.